Nein, du bist dran. Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge Hexit. Ich bin dran. So sieht's nämlich aus. Oh Mann, ey. Immer im perfekten Moment auf die Aufnahmetaste drücken. Ja, und wir wollten uns dieses Haus... Ganz vorsichtig. Nee. Hallo! Keiner da. Bumm, tot! Das ist ein verlassenes Haus, wer sollte denn hier... Au! Huch. Pass auf. Okay, wir haben ganz viele Kühe. Wie wäre es denn, wenn wir mal ein paar Kühe mitnehmen? Du meinst töten? Ja, ist doch das Gleiche, oder? Du willst hier die armen Tiere töten? Yes. Da hinten ist schon wieder so eine riesige Statue. Der hatten wir so Statuen hatten wir beim letzten Mal gar nicht, ne? Nee. Ich glaube nicht. Ach Mann. Jetzt packe ich die weg. Die Steine können weg, das Leder kann weg, das kann weg. Ein Eimer, den könnte man eigentlich ganz gut gebrauchen. Mm. Und so. Okay. Wollen wir weiter da lang geradeaus gehen? Ja. Ah, wo, hier ist eine Höhle. Ja. Und da gehen wir rein. Yes. Yes. Uah. Und hier ist noch eine Höhle. Und hier ist ein Skelettkopf. Und noch eine Höhle. Guck mal, hier und ist noch eine Höhle. Nice. So, warte mal. Jetzt kümmern wir uns erstmal um Licht, würde ich vorschlagen. Als nächstes kümmern wir uns um die Diamanten, richtig. Das sind aber sehr viele. Ich stehe nur neben, um ein bisschen abzugraben, ne? Kannst meine ganzen Müll-Items, die um mich rumschwirren, mitnehmen. Mein Inventar ist voll. Die Dias habe ich bekommen. Anscheinend nicht. Doch, ich habe 5 Stück. Wie viel hast du? 4. Okay. Oh, hier ist Amber, oder? War das Amber? Aluminium. Kann man bestimmt für irgendwas gebrauchen, oder? Aluminium, wo ist Aluminium? Aluminium Nuggets, ja. Wofür brauche ich denn Aluminium? Ja, wofür brauche ich die? Ah, ja, doch, Aluminium ist wichtig. Aussammeln. Aluminium immer mitnehmen. Okay. Damit kann man Hort-Container machen. Ah, leck mich, ich muss irgendwie gerade mal meine Sachen loswerden. Wie macht man denn Emerald-Blöcke? Wahrscheinlich mit. Ja, Emerald. Ach, dann, warte mal, jetzt gehen wir mal hier hin. Die Schuhe weg. Das kann weg. Ich würde sagen, auch nur einer nimmt Dias mit. Willst du die Dias mitnehmen? Ja. Ich habe im Übrigen aus irgendeinem Grund deinen Grabstein. Ah, okay, dann ist das so gut. Guti. Wo war denn der Eingang zur Höhle? Wenn ich ja wieder runtergehe, sammle ich meine Dreck-Item wieder ein. Sammelst du eh. Herr Toad? Ja. Hinter dir? Ja. Nimm die bitte. Vielen Dank. Ja, kann ich nehmen, ruhig, natürlich. Hier oben ist ein Busch, den will ich haben. Aber hier geht es nämlich noch lang. Einmal nach unten und einmal nach links. Wir gehen erstmal. Oh Gott, das ist eine große Höhle. Und hier ist noch ein Skelettkopf, cool. Und das Gold. Sammelt die allein. Ich würde sagen, wir schmelzen gleich mal kurz ein bisschen Eisen, damit ich mir auch noch eine Eisenspitzhacke mache. Ja. Alles nur für mich. Wir brauchen im Übrigen kein Eisenschmelzen. Haben wir so Eisen dabei? Wir haben 2 Eisenblöcke, Max. Ach ja, stimmt. Ja Guti, dann gib mir mal kurz einen. Nee. Okay. Jetzt baue ich hier erstmal machen wir hier. Was, das sind das viele Items. Vielleicht sollten wir ja auch erstmal nochmal zurückgehen schon mal und ein bisschen abladen. Würde ich nicht sagen. Nee, würde ich auch nicht sagen, aber... oder wir bauen uns eine Truhe hier erstmal hin. Ich glaub, ja, wo wir den ganzen Müll rein. Ja. Soll ich machen? Ja, mach du. So. Nein, das brauche ich noch. Das kann weg. Das kann weg. Das nehme ich. Warte, wir haben ja eine Workbench, dann mache ich mir jetzt die Lapis-Lazuli-Blöcke.
Das kann noch weg. Und du gibst mir eben einen Eisenblock, bitte. Warte. Ich pack den in die Truhe. Okay. Vielen Dank. Very great. Warte mal. Du hattest doch dieses Aluminium-Zeugs, ne? Ja, kannst du mir ruhig geben. Ah. So, wir haben Raw Beef. Vielleicht sollten wir hier auch mal... Ich packe jetzt auch mal... Das warte. Pack ich noch mit rein. Hier kriegst du noch eine Spitzhacke. Dann kannst du die anderen Spitzhacken wegtun. Die Steinspitzhacken. Weißt du? Ja. Boah, haben wir viele Items, ey. So. So. Die nehme ich noch mit. Ja, guti. Weiter runter. Ja, Moment. So. Hier ist Gold. Gold. Was du? Oh, ich liebe mein Gold. Und essen sollte ich vielleicht auch was? Stimmt. Ich mache uns meine Treppe hier runter. Perfekt. Da ist ein Skelett, das habe ich schon gesehen. Das ist tatsächlich groß hier. Wir gehen mal nach links. Guck mal, hier ist so eine Leinwand. Da ist ein Creeper. Bumm. Nein, der ist tot. Erstaunlich. Ja, ich habe einen Creeper umgebracht. Erstaunlich. Also ich glaube, an Kohle werden wir jetzt erstmal mehr als genug haben. Ja. Was ist das denn? Achso. Creeper-Schleim. Ganz tief aus seinem Inneren. War doch bei dem... Das ist aber neu dazugekommen. Das war letztes Mal noch nicht, ne? Der Schleim? Monster generell... Oh, hier ist eine Schlucht. Das Monster generell bluten. Das kommt nur wegen meiner Waffe. Ach so. Wie lame. Kommt immer, wenn ich da so reinsteche. Ist das? Zinn ist das, glaube ich. Ja. Vielleicht sollten wir erst, bevor wir in die Schlucht gehen, erstmal nochmal zurückgehen und hier gucken, was hier noch alles ist. Zum Beispiel ein neuer Creeper. Ist der neu? Ja. Ist der was? Zwei. Aber der war geplant, explodiert. Ja. Ah, okay, ich glaube drei. Drei. Da oben geht's auch noch extrem weit. Hier ist auch eine Mine. Ja, nice, cool. Und again, Diamonds. Die sind auch gar nichts mehr Besonderes hier, oder? Nee. Ja, weiß nicht, dann ich wäre schon fast dafür, dass wir jetzt noch ein bisschen hier gucken bis zum Ende der Folge. Elf. Und dann einmal zurückgehen und schon mal die ganzen Sachen ein bisschen ablagern, weil dann können wir nämlich anfangen, Türme auch zu machen. Wegen der Ausrüstung. Ja. Hier ist aber ich würde sagen, Lava. Wir warten noch, bis wir ein bisschen mehr Dias haben, weil dann können wir uns auch direkt Dia-Rüstung machen. Du hattest doch einen Eimer, ne? Jo. Dann kannst du die Lava hier unten mal mitnehmen. Kann ich machen. Oh, und noch mehr. Nee, keine Dias. Schade. Herr Toad? Yes? Hier weitere 5 Dias. Fast in die Lava gelaufen. Man muss schon relativ dumm sein, wenn man vorher schon gesagt kriegt, Lava mitnehmen und... Ich hab die abgebaut, ich hab die schon weggenommen. Aber ich dachte, da wäre noch ein Block mehr und die Lava hat sich gerade erst langsam abgetragen. Ja. Ich hab alles auf... Lava! Da will ich nicht mehr rein. Wir sind schon relativ tief, ne? Hier sind Rubine. Ne, gar nicht, Quantum. Okay, haben wir hier... Na, es ist natürlich keine Sackgasse. Oder? Ist es hier nicht ein Meteor?
Jo, Meteor, Meteor, Meteor. Also Meteor, Brocken. Aufpassen, die können, glaube ich, Creeper draus spawnen. Ja, dann baue ich ihn halt ab. Ja, drei Stücke Meteor. Hier ist eine Mine. Ich weiß. Hatte ich ja vorhin schon gesagt. So, ich gras aber erstmal hier so ein bisschen die Gänge ab. Damit wir schon mal ein bisschen, Ach, so. Willst du eigentlich, kannst du dich noch an den Bumerang erinnern? Ja. Willst du davon auch wieder einen haben später? Ja. Ja, das klingt toll. Ja, es klingt verlockend. Es klingt verlockend. Mich macht die Höhle gerade irgendwie müde. Sie ist so, also nicht nur die Höhle, sondern auch die Musik, die gerade im Hintergrund läuft. Ist irgendwie, heißt im Übrigen roter Planet. Bei mir im Hintergrund die Musik, die hat ein sehr toller Musikproduzent hergestellt. Oder was heißt Produzent? Ein Idiot. Ah. Alles in der Videobeschreibung, Leute. Die lässt mich gerade irgendwie total runterkommen. Ja, im Übrigen warte ich immer noch auf die Spende von SV-Player LP. Der wollte uns nämlich 9 Milliarden Dollar spenden. Ich warte immer noch drauf. Ja! 9 Milliarden Dollar! Ja, damit können wir so 2-3 Server finanzieren. Jahrhunderte. Achso, ich dachte, du willst den einen Server 2-3 Jahrhunderte finanzieren. Ist das hier auch Meteor? Das ist schwarz. Ich weiß nicht, wo du bist. Ja, Meteor. Ich hab mich festgelaufen. Ich weiß nicht mehr, wo was ist. Okay. Ich sehe dich. Dreh dich um. Also, ich sehe dein Namensschild, sagen wir es so. Ach so. Mach mir doch nicht so viel Angst. Ich und Angst? Mhm. Ich hab keine Angst. Ich hab keine Angst. Mein Schatz! So, ich nehme einfach nur die ganzen Sachen mit, die du einfach vergessen hast. Wo ich gar nicht vorbeigegangen bin. Mhm. Bin hier direkt unter die Mine gegangen. Mann, du Arsch. Mhm. Du, 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 du. Waaah! Okay, das hat mich jetzt gerade irgendwie gar nicht erschrocken. Ja, war auch irgendwie nicht gruselig. So. Ja, das war super gruselig. Wow, okay, das war knapp. No, no way. Von wo? Von wo? Nein. Da oben ist ein Skelett. Ganz da oben. Richtig der Aimbot hat, ist das. Richtig der Aimbot? Du hast ja wieder ein ist tolles das. Deutsch. Ja. Ich sichere mal kurz ein bisschen die Lage. Ah, weißt du, die sind beide hier lang gelaufen, haben beide diese ganzen Diamanten übersehen. Das ist unfassbar. Wo, was? Wo? Diamanten? Wo? Was? Vier wo, Diamanten. Wo? Vier ganze volle Diamanten. Nicht somit, halbe, nicht ganz. Nicht halbe, nicht dreiviertel, ganze. Yes. Somit haben wir jetzt die volle Zahl von 18 Diamanten. Wir brauchen 24 für eine Rüstung. Ja. Ich hab die Diamanten, ne? Ja, du kannst ja ruhig erstmal die Rüstung machen, dann mache ich mir erstmal eine Eisenrüstung. Ja, schauen wir mal. Ich glaube, es ist. Also, ich fände es sowieso sinniger. Ach, ich weiß es nicht. Ich wollte jetzt sowas sagen wie, sinniger erstmal, Tools davon zu machen, aber wir sind ja hier in Hexit. Ich gehe mal wieder hoch und dann schauen wir mal den anderen Weg lang. Ich bin auch jetzt oben, glaube ich. Nee, ich bin einfach nur irgendwo. Aber ich höre hier Gegner. Die Höhle müssen wir uns auf jeden Fall merken. Oh, hi Zombie. Hier ist ne. Ja, können wir doch einen Waypoint machen. Korrekt. Wo sind wir denn gerade? Nee, mach das am Höhleneingang. Ja, stimmt. So, und somit sind jetzt auch meine Fackeln gerade eben leer. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ja. Da vorne bist du. Ich grab mich jetzt einfach durch den Berg durch. Nein! Die Höhle. Mach sowas nicht. Hä? Mach sowas nicht. Ich weiß auch nicht mehr, wo es so durchgeht.
Ja, aber ich habe den Weg verloren. Wo bist du denn? Fast bei dir. Ich höre dich, aber ich sehe... Ach, da oben bist du. Was eben. Tust du denn für Sachen, ey? Kohle Sachen. So, und ich würde sagen, in der nächsten Folge leeren wir mal diese Höhle hier aus. Und dann schauen wir mal, was passiert. Bis dann. Ciao. Ciao.